Ist echt cool. Ich bin gerne hier. Das ist mein Hauswald. Hauswald, also meiner. Ja, ist Buche. Und ich bin heute das erste Mal wieder unterwegs durch eine Verletzung am Knie. War ja eine Woche jetzt, habe ich eine Schwellung im Knie gehabt durch ein Virus und bin zum ersten Mal wieder raus, um einfach mir alles anzuschauen. Und jetzt sehe ich gerade was. Das meine ich aber nicht. Was ist das für ein Tier gewesen? Wisst ihr das? Warum machen das die Tiere? Oder wer könnte es gewesen sein? Ja. Und manche Tiere sind halt verschwenderisch. Warum mache ich mir die Arbeit, um das abzuschälen und dann eigentlich nicht zu benutzen? Ja, okay. Ich nehme es jetzt mit. Ja, weil ich kann es gebrauchen. Vielleicht nicht heute, aber ich nehme es einfach mit. Ich habe mir wieder eine Menge an Ausrüstung zugelegt. Wow, jetzt sehe ich gerade was, muss ich gerade aufhören. Also fruchtmäßig ist dieses Jahr unheimlich viel. Ups, das verblüfft mich. Und ja, ich finde das irgendwie cool. Für die Tiere ist das nämlich bombastisch. Und ja, wow, sage ich da einfach nur zu. Ja, ich habe mir jetzt sehr viele Ausrüstungsgegenstände gekauft. TAG von Carinthia, Regen, den ich jetzt auch anhabe. Und jetzt lege ich das mal dahin. Dann habe ich mir die Schlafsäcke von Carinthia geholt, den Multicam, das Doppelsystem. Und Sonder Edition ist das, glaube ich, heißt das richtig. Für 3 Personen, dann 2 Zelte, weil nächstes Jahr gehe ich komplett durch und werde Abenteuer Survival für Familien anbieten. Die Behördensachen gehen ein wenig im Hintergrund. Aus dem Grunde, weil durch das Coronavirus 19 sind die Behörden ein bisschen knallhart und da findet halt nicht viel statt. Aber nichtsdestotrotz werde ich weitermachen. Einbußen, ja klar, die hat jeder. Selbst ich habe die. Kann aber so gut leben, dass ich mein Ziel vor Augen weitermache. Und wow, jetzt habe ich was gesehen. Also, ein bisschen zu kalt, aber ich will ihn nicht erschrecken. So, wartet's mal. Ich knie quasi vor ihm.
Menschen gehabt. Ja, das sind so Highlights. Wir lassen ihn ziehen. Und wow. Also für mich ist das Natur pur. Und das zu entdecken, vor allem bei der Kälte. Ja, okay. Irgendwann buddeln sie auch ein. Und den habe ich hier in diesem Gebiet, also hier, wo ich hier oben halt bin, noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Das heißt, nicht gesehen. Und jetzt krabbelt er in meine Ausrüstungstasche fürs Telefon. Das muss ich euch zeigen. Es ist natürlich irgendwie cool. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin sprachlos. Das ist mein Herzblut. Das ist das, was der Wald ausmacht. Für mich. Ich wünsche euch einen schönen Samstag noch. Wir sehen uns. Feldmann Survival. Bleibt dran.